Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Mit diesem Lied beendet Neuland die Feierlichkeiten der 75. Jubiläumsfeier am 5. Juni 2022. Es war der 1. Februar 1947, als etwa 1000 Mennoniten, die in Berlin festsaßen, die Erlaubnis bekamen, die russische Zone zu durchqueren und nach Bremerhaven zu reisen, um das Schiff Volendam zu besteigen, das sie nach Südamerika, ihrer neuen Heimat, bringen würde. Es war ein Wunder, endlich frei, aus den Klauen der Sowjetherrschaft befreit zu sein, war mehr als eine Gebetserhörung. Es war ein Wunder. Gott wird jetzt ein Wunder tun, hatte Peter Dück gesagt. Und es war eingetroffen. Damit endete ein Zeitabschnitt unsäglichen Leids für viele Menschen. Paraguay war nicht das Wunschland der Neulander. Viel lieber wären sie nach Kanada ausgewandert, wo schon viele tausend Mennoniten eine Heimat gefunden hatten und viele auch Verwandte hatten. Wichtig war ihnen vor allen Dingen, möglichst weit weg vom sowjetischen Einfluss zu kommen. Nun danket alle Gott. Es war vor allen Dingen die Dankbarkeit, den Händen der stalinistischen Schreckensherrschaft entkommen zu sein. Die Siedler waren bereit, Entbehrungen auf sich zu nehmen. Endlich würden sie ohne Angst leben können. Mit dem Schiff Volendam reisten sie bis Buenos Aires in Argentinien, Südamerika. Danach ging es mit kleineren Schiffen flussaufwärts bis nach Puerto Casado im Chaco Paraguays. In Puerto Casado bestiegen sie die Schmalspurbahn, die sie bis Kilometer 145 brachte. Dort wurden sie von den Siedlern der schon bestehenden Kolonien Menno und Fernheim empfangen und mit Pferdewagen in die Heime der Chaco-Kolonien gebracht. Dort verbrachten sie einige Zeit, bis die Dörfer und Höfe der neuen Kolonie vermessen waren und man gutes Grundwasser gefunden hatte. Dann begann eine neue, sehr schwierige Zeit. Viele Familien hatten ihre Väter und Söhne im Krieg verloren. Andere waren auf der Flucht von Russland nach Deutschland von ihren Familien getrennt worden. Es gab insgesamt 284 alleinstehende Frauen mit Familien. Aber trotzdem waren die meisten Siedler froh. Endlich brauchten sie keine Angst zu haben, auch wenn das Leben extrem schwer war. Die ersten Jahre waren so schwierig, dass viele sich entschlossen, nach Kanada und Deutschland auszuwandern. Die verbleibenden Siedler arbeiteten mit viel Mut und Gottvertrauen an dem Aufbau der Kolonie Neuland. Erst Ende der 70er Jahre stabilisierte sich die Kolonie. Der Bau und die Asphaltierung der Trans-Chaco-Straße sowie die Mechanisierung der Landwirtschaft und die Intensivierung der Viehzucht brachte einen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich. Nun ist die Kolonie Neuland 75 Jahre alt. Vom 2. bis zum 5. Juni wird gefeiert. Das Motto der Feier: die Vergangenheit würdigen, sich der Zukunft verpflichten, soll die Festlichkeiten durchziehen. Dabei sollen die Pioniere und ihre aufopfernde Arbeit gewürdigt werden. Andererseits soll die Dankbarkeit gegenüber den Mitbewohnern in der Kolonie Neuland, den Nachbarkolonien, dem paraguayischen Volk und seiner Regierung zum Ausdruck gebracht werden. In allem aber soll Gott der größte Dank gelten. Am 2. Juni wird die Ausstellung eröffnet. Verschiedene Interessengruppen haben sich vorbereitet, um die Vergangenheit aufleben zu lassen. Doch schauen wir uns das Ganze einmal etwas genauer an. Ein Team hat die Handarbeitsausstellung organisiert, wo man nicht nur das mennonitische Handwerk, sondern auch das Kunsthandwerk der Lateinparaguayer und der Indigenen bewundern kann. Besondere Aufmerksamkeit bekommt ein Schnitzer aus Cajino Klim, der aus Palo Santo Holz die verschiedenen Figuren herstellt. Ein anderes Team zeigt und erklärt an einem Modell, wie man früher Brunnen gebaut, Stämme aufgeladen und Eisenreifen aufgezogen hat. Gleich anschließend kann man sehen, wie früher Lehmziegeln hergestellt wurden. Nebenan wird der Bau eines primitiven Wohnhauses aufgeführt,
das dann anschließend mit Schilf gedeckt wird. Etwas weiter entfernt wird ein Schwein geschlachtet und verarbeitet, ein Brauch, der zu den besonderen Höhepunkten eines Dorfes gehörte. Auch Borscht wird hier gekocht und man kann eine Kostprobe davon bekommen. Ein ganz besonderer Höhepunkt sind die Vorführungen auf dem Feld. Schon Anfangsjahr hat man ein Feld angelegt, wo die verschiedenen Kulturen angepflanzt wurden und jetzt reif zur Ernte sind. Da wird Baumwolle gepflückt, Erdnüsse ausgepflügt und gedroschen. Aber ganz besonders erfreuen sich die Besucher an den Vorführungen mit den Pferden. Da wird gepflügt, geeckt, mit dem Kultivator gelockert. Pferdeliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. In der Nähe darf man dann auch noch in einem Zelt Prips trinken. Ein Getränk, das aus geröstetem Kaffir hergestellt wurde und den Kaffee ersetzte, den man sich in der schweren Ansiedlungszeit nicht leisten konnte. Da kommen alte Erinnerungen hoch und recht erst, wenn man die typischen Leckerbissen schmecken darf, wie Sirupskuchen, Kaffeebrot und anderes mehr. Aber die Zeit ist nicht stehen geblieben. Im Laufe der Jahre konnten die Siedler die ersten Maschinen kaufen. Hier kann man die ersten Traktoren, Bulldozer und andere Landwirtschaftsmaschinen besichtigen. Und hin und wieder werden sie auch gestartet und vorgeführt. Da gibt es viel zu sehen und zu bewundern, besonders dann, wenn so ein Oldtimer gestartet wird. Ein weiteres Team hat sich die Mühe gemacht, Motorräder, Autos und Traktoren auszustellen. Da sind sie. Von allen Chaco-Kolonien sind sie gekommen. Es gibt im Chaco sogar einen Oldtimer-Club. Am Samstagnachmittag fahren die Maschinen durch das Zentrum von Neuhalbstadt. Hier sieht man das große Interesse, das an diesen Fahrzeugen besteht. Im Zentrum kann man dann auch die neue Kulturabteilung und das erweiterte Museumsgelände besichtigen. Ja, und sogar Prips und Zweiback kann man hier kaufen. Die Straßen Neuhalbstadt füllen sich an diesem Samstagnachmittag. Es gibt viel zu sehen und viele Erfahrungen auszutauschen. Auf dem Rodeo-Gelände ist intensiv gearbeitet und eine vielseitige Ausstellung vorbereitet worden. Es soll gezeigt werden, wie die ersten Siedler in Neuland angesiedelt sind. Das Motto der Jubiläumsfeier: die Vergangenheit würdigen, sich der Zukunft verpflichten, zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Feier. Es soll einerseits an die überaus schwere Ansiedlungszeit erinnert werden und andererseits das Bewusstsein gestärkt werden, dass das Weiterbestehen der Kolonie Neuland unter ganz neuen Herausforderungen gestaltet werden muss, wo besonders auch das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Kulturen im Vordergrund steht. Programme. Neuland hatte sich vorgenommen zu feiern. Es soll ein Fest sein, wo man seine Dankbarkeit für Gottes Führung zum Ausdruck bringen will. Donnerstag, 2. Juni. Plattdeutscher Kulturabend. Ein generationsübergreifendes Team hat ein sehr inhaltsreiches Programm vorbereitet. Hier wird gesungen, gelacht, erzählt und nachgedacht. Pioniere kommen zu Wort und erzählen, wie es früher war. Sogar aus Deutschland wird ein Beitrag zugeschaltet. Freitag, den 3. Juni. Der interkulturelle Folkloreabend zeigt die Vielfalt der Kulturen, die in Neuland leben. Es gibt deutsche Volkstänze und Blasmusik, aber auch paraguayische Volkstänze wie den berühmten Flaschentanz, Harfenmusik und auch eine indigene Gruppe kommt zum Zug. Sie singen sogar ein selbstgedichtetes Geburtstagslied für Neuland. Samstag, 4. Juni. Hauptfeier. Auf dem Rodeo-Gelände ist viel vorbereitet worden. Eine neue Zuschauertribüne und eine Ehrentribüne wurden speziell für dieses Fest errichtet. Bei herrlichem Wetter füllt sich das Rodeo-Gelände am Morgen des 4. Juni mit den Bewohnern von Neuland und zahlreichen Gästen. Auch der Staatspräsident mit seinem Gefolge sowie Vertreter vom MCC von Nordamerika sind erschienen. Nach dem Singen der Nationalhymne folgen Reden der verschiedenen Autoritäten, eine geistliche Besinnung und eine symbolische Ehrung einer Pionierin und einer Vertreterin der vierten Generation. Als besonderer Höhepunkt
Nicht nur für diese Feier, sondern für die gesamte Jubiläumsfeier zieht eine Karawane von 75 Pferdefuhrwerken an der Zuschauertribüne vorbei. Die Flüchtlinge kommen. Unter diesem Motto wird in einem eindrucksvollen Bericht die Fahrt dieser Flüchtlinge von der Bahnstation Freddengen, auch bekannt als Kilometer 145, in den zentralen Chaco beschrieben. Auf den Fuhrwerken sitzen Pioniere, Schüler, Personen aus den Nachbarkolonien, Lateinparaguayer und auch Indigene. Eine zweijährige Vorbereitungsphase ist vorangegangen. Etwa 200 Pferde mussten eingefahren werden und 75 Pferdewagen restauriert und instand gesetzt werden. Viel Arbeit und Hingabe finden hier einen eindrucksvollen Höhepunkt. Anschließend werden die Pioniere und Ehrengäste in einem eigens dafür errichteten Zelt bewirtet. Hier werden Glückwünsche und Anerkennungen überreicht. Alle Neulander haben freie Essenskarten bekommen und suchen sich an den verschiedenen Ständen das Essen ihrer Wahl aus. Meistens wohl einen schmackhaften Asado. Samstag, 4. Juni, abends. Interkultureller Gottesdienst. Am Samstagabend wird dann ein interkultureller Gottesdienst veranstaltet. Hier kommen auch die drei wichtigsten Kulturen, die im Chaco leben, zu Wort. Wie erleben wir das Zusammenleben? Es geht um Dankbarkeit. Dankbarkeit für 75 Jahre Neuland. Gott war treu. Er hat uns durch sehr schwierige Zeiten geführt. Es war nicht immer leicht. Und oft ging es ums nackte Überleben. Neben einer Dankansprache gibt es Lieder, Interviews und es wird eine Absichtserklärung überreicht, wo die Gemeindeleiter im Namen der Neuländer Gemeinden ein Dokument angefertigt und unterschrieben haben, wo man sich verpflichtet, alles Mögliche zu tun, um ein respektvolles und friedliches Miteinander zu gewährleisten. Geistliches Programm, 5. Juni, Gesanggottesdienst, das Lied auf dem Weg. Am Sonntag, den 5. Juni, schließen die Jubiläumsfeiern mit einem Dankgottesdienst in der vollbesetzten Kirche der Mennonitengemeinde Neuland ab. Ein Chor und das Streichorchester der Musikschule Sonare tragen das Werk »Das Lied auf dem Weg« vor. In 15 bekannten Glaubensliedern und passenden Lesungen aus den Aufzeichnungen einiger Pioniere wird veranschaulicht, was die Neuländer Pioniere durchgemacht haben. Dabei wird an die schwere Zeit in Russland erinnert, sowie an den Krieg und die Flucht über Deutschland nach Paraguay. Es sind Lieder, die in schweren Zeiten Kraft und Mut spendeten. Sie haben die Siedler begleitet und den Glauben gestärkt. Das Werk wurde eigens für diesen Anlass zusammengestellt und endet mit dem Wunder von Berlin und dem Mottolied der Jubiläumsfeier. Nun danket alle Gott. Die vollbesetzte Kirche erlebt neu, wie Lieder die Emotionen und Gefühle anspricht. Wohl kaum ein Auge bleibt beim Singen der Lieder oder beim Lesen der Texte trocken. Lieder, die kaum noch gesungen werden, erinnern die Elterngeschwister an vergangene Zeiten und berühren die Herzen der jungen Generation, die sich wohl nur vage vorstellen kann, was die Pioniere Schreckliches erlebt haben. Abschließend werden die Pioniere mit einem Geschenk und einer Plakette geehrt. Immerhin gibt es noch über 100 Pioniere, das heißt Personen, die bei der Ansiedlung dabei waren. Danach gibt es ein Mittagessen im Esssaal der Mennonitengemeinde für alle Pioniere. Die Vergangenheit würdigen. Das wurde vielseitig dargestellt. Für die ältere Generation wurde ein Fenster der Vergangenheit geöffnet. Mit strahlenden Augen erinnern sie sich an eine schwere, aber doch schöne Zeit. Und die Kinder lernen. Auch für sie ist dieses Fest von Bedeutung. Sie sind für den zweiten Teil des Mottos mitverantwortlich, sich der Zukunft verpflichten. Was genau heißt das? Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Oder positiv ausgedrückt, wer die Vergangenheit kennt, versteht die Gegenwart besser und ist in der Lage, seine Zukunft sinnvoll zu gestalten. Das ist die Aufgabe aller Bewohner von Neuland. Im Geschichtspark Chaco Boreal im Zentrum von Neuhalbstadt wurde ein neues Denkmal errichtet. Denkmal.
Es soll zum Denken anregen. Drei Stämme von den Chaco-Bäumen Palo Santo, Quebracho und Carandá wurden hier nebeneinander aufgerichtet. Es sind die Chaco-Hölzer, die am härtesten sind und in der Ansiedlung eine wichtige Rolle gespielt haben. Sie sollen im ersten Teil des Mottos darstellen, wo es um die Würdigung der Vergangenheit geht. Außen herum wurden kleine Bäumchen gepflanzt. Sie sollen an den zweiten Teil des Mottos erinnern. Wir haben eine Aufgabe. Neuland hat gefeiert. Lange war es nicht sicher, ob man das Fest wegen der Pandemie überhaupt würde durchführen können. Nun ist es Vergangenheit. Aber die Erinnerung und die schönen Momente leben weiter in uns. Wir sind dankbar, aber auch ein bisschen stolz. Aus Flüchtlingen wurden Siedler, aus den Siedlern wurden Neuländer, trotz aller Widerwärtigkeiten. Dieser Film gilt den Pionieren, die mit viel Mut, Ausdauer und Gottvertrauen eine neue Heimat aufgebaut haben, Ehre ihrem Andenken.